Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben eine Themennacht heute. Das Thema heißt, ich werde gehasst. Und ich möchte folglich gerne mit Leuten reden, die gehasst werden, die von sich sagen, ich werde gehasst. Zu Recht oder zu Unrecht. Wir sind 8 Minuten hier im Radio alleine und dann schaltet sich das WDR-Fernsehen dazu. Ich sage euch nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111. Und der erste Anrufer ist 29 Jahre alt und heißt Peter. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Peter. Du wirst gehasst. Ja. Warum? Warum? Ich habe vor 2 Monaten ist meine Beziehung in die Brüche gegangen. Ja. Und seitdem habe ich das Gefühl, und ich meine auch, dass das wirklich so ist, dass die ganze Familie von meiner Ex-Freundin mich absolut meidet, obwohl wir ein relativ gutes Verhältnis laut meiner Gefühl her hatten. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren ja noch keine 2 Jahre. Im Dezember wären es 2 Jahre gewesen. Und warum habt ihr Schluss gemacht? Ja, wir hatten ein Kind gekriegt im Januar dieses Jahres. Mhm. Und seitdem musste sie natürlich zu Hause bleiben, aufs Kind aufpassen, weil ich sehr viel unterwegs bin. Ich bin jetzt am LKW fahren. Mhm. Und dadurch war ich natürlich viel unterwegs. Und ich habe mich auch drum gekümmert, weil wir... Ich übernehme im Moment die Firma meines Vaters und ich war natürlich viel unterwegs. Und ich hatte ihr versucht, damals ehrlich zu sagen, als wir uns kennengelernt haben, dass ich Schwierigkeiten habe mit Eifersucht. Das wusste ich voraus. Mhm. Und auch so Geschichten, dass ich mit kleinen Kindern davor Angst habe ein bisschen. Und dass ich so anfangs sehr viel mich mit einfühlen müsste. Und anfangs hat sie gesagt, ja klar, das schaffen wir, ich bin doch beide, ich liebe dich doch. Mhm. Und als dann die, als das Kind dann da war, wurde das immer schlimmer, dass sie dann immer sich mehr zurückgezogen hat. Und als ich dann auf dem LKW saß, hat sie sich ins Internet wieder versucht und hat sich dann gleich wahrscheinlich den nächstbesten wieder gekrallt. Ne? Achso, sie ist ja also definitiv fremdgegangen. Ja, sie sagt natürlich nein, ich habe mich nur mit denen unterhalten, aber ich weiß nicht, wenn man nachts aufwacht und plötzlich merkt, dass ja, meine Freundin nicht da ist und sitzt dann am Telefon und telefoniert. Ja, das ist schon. Und dann habe ich gefragt, du, mit wem telefonierst du? Geht dich nichts an, hieß das dann immer. Tolle Ehe, ne? Ja gut, es war ja keine Ehe, war ja nur Freundin. Ja, tolle Verbindung, ja, ich war nicht verheiratet. Ja. Von wem ging denn dann die Trennung aus? Von dir oder von ihm? Von dir oder von ihr? Nee, von ihr. Von ihr. Mhm. Und weil die Familie hasst dich, meinst du, weil du, was werfen die dir vor? Ja, die haben dann irgendwann wohl gemerkt, wir hatten unsere Schwierigkeiten, das war klar. Und ich habe dann irgendwann, haben wir auch beide gemerkt, wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Mhm. Gut, die hatten... meine Eltern wollten wohl... ja, vermitteln oder so. Versuch mal zu antworten. Die hassen dich, warum? Weil ich anscheinend wohl immer irgendwie sie tyrannisiert habe. Ich würde sie nicht rauslassen und so. Mhm. Also dabei sehen die ganz klar die Ursache in der Misere bei dir. Ja. Du bist der Buhmann, du hast sie quasi sitzen lassen mit dem Kind und hast dich nicht richtig gekümmert und so weiter. Ja. Jetzt seid ihr getrennt. Wie ist denn der Kontakt? Siehst du sie noch manchmal? Kümmerst du dich um das Kind auch? Ich habe anfangs versucht, dass ich alle 14 Tage mal den Kleinen hole. Mhm. Und aber dann da kam ich irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, seelisch nicht mit klar, weil ich immer noch sie sehr liebe und am liebsten sofort zurückholen würde, wenn sie nur wollte. Ne? Also ist der Kontakt im Moment ganz eingefroren? Der ist eingefroren, ja. Und du hast das Gefühl, gehasst zu werden von der Familie. Heute Mittag, ich habe mal, seitdem sie dann weg ist, habe ich mal versucht rauszufinden, mit wem sie so im Internet gechattet hat und so. Und heute Mittag habe ich sie, glaube ich, selber nochmal dran gehabt. Und dann hat sie mir was ich alles vorgeworfen. Ich hätte nichts mehr mit ihr gemacht. Wie dran gehabt? Wo dran gehabt? Am Telefon, oder wie? Nee, im Chat.
Achso, du bist in den Chat gegangen, wo sie sonst drin ist, oder wie? Ja, haben wir uns selbst über den Chat kennengelernt. Ja, ich verstehe. So, nachdem dieser, das war NDR2-Chat bei uns. Okay, brauchen wir nicht vertiefen. Thema heißt ja, ich werde gehasst. Du sagst, ich werde gehasst von der Familie und dem Umfeld meiner ehemaligen Freundin. Mhm. Schwierige Situation, wie du sie jetzt geschildert hast, sehe ich auch. Ich finde, dass du aber in irgendeiner Weise oder ihr doch einen Weg finden solltet, euch zu arrangieren, weil das Kind ja schon ein Recht auf den Vater hat und es ist auch gut für das Kind, wenn der Kontakt da ist. Und da würde ich dir wirklich wünschen und es dir sehr wünschen, dass das funktioniert. Alles Gute, Peter, von Herzen. Ja, es ist nur so schwierig, deswegen, weil jedes Mal, wenn man da hingeht, den Kleinen holt, ich habe mehr die Gedanken darüber, was kann sie jetzt machen, obwohl ich zu sehr wieder mit ihr zusammen wäre. Ich kann mich gar nicht auf das Kind konzentrieren. Ihr müsst euch zusammenraufen, alleine wegen des Kindes. Das ist meine Meinung. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen, Peter. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Domian, könnte ich von dir ein Autogramm kriegen? Ja, leg auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Adresse. Alles klar. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Stefan. 26 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich werde gehasst. Das heißt, du wirst gehasst. Ja, genau. Warum? So ganz genau weiß ich das auch nicht. Von wem? Ich habe meiner Ex-Verlobten gehasst. Von der Ex-Verlobten? Mhm. Ja, warum? Also, versuch es trotzdem mal zu erklären. Ja, also, ich kann nur durch die Reaktion erklären. Also, sie hat eine übertriebene Version meines Privatlebens im Internet veröffentlicht. Wie bitte? Das war so, um dann gleich bei der Sache anzufangen. Eines Abends, ich gucke auf meine Homepage, weil ich gewerblich eine Homepage besitze, und im Gästebuch steht ein Link. Lest mal nach. Und die Homepage-Adresse. Und ich denke, ach, da müssen wir kontrollieren. Man ist ja für Links verantwortlich. Und mit einem Mal, vollkommen unverschlüsselt, mein komplettes Privatleben. Mein Namen zwar freundlicherweise geändert, aber jeder, der mich auch nur im Entferntesten kennt, konnte sehen, um wen es sich handelt. Was für intime Details wurden denn da veröffentlicht? Also vom ersten Kennenlernen bis zum Sex, bis eben halt teilweise so geschäftsschädigende Sachen. Ich sei unseriös und so weiter. Also richtig aus dem Nähkästchen geplaudert. Richtig aus dem Nähkästchen geplaudert. Eine Episodengeschichte in 7 Teilen. In 7 Teilen? Eine Episodengeschichte in 7 Teilen? Genau. Mann. Stefan. Jetzt ist Stefan mir weggebrochen. Jetzt lohnt es sich nicht, noch jemand anderen zu nehmen. Wir machen ein paar Sekunden, denn das Fernsehen ist gerade dabei, den Vorspann abzuspielen. Und dann können wir ja gemeinsam den nächsten Anrufer begrüßen, zusammen mit den Fernsehzuschauern. Also es kann sich nur noch um einige Sekunden handeln. Ja. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben im Radio schon angefangen. Wir bitten, die kleine Verspätung zu entschuldigen. Heute gibt es ein Thema. Das Thema heißt, ich werde gehasst. Und ich möchte mit Leuten folglich reden, die gehasst werden. Die sagen, ich werde gehasst, zu Recht, weil ich das und das angestellt habe. Und ich bereue es oder ich stehe sogar dazu. Und ich möchte auch mit Leuten reden, die sagen, ich werde zu Unrecht gehasst. Man wirft mir etwas vor oder ich bin da irgendwie in ein Komplott geraten und kann mich dessen nicht erwehren. Ich werde gehasst, aber ich werde zu Unrecht gehasst. Also wenn ihr mir eure Geschichte erzählen wollt, sofern ihr betroffen seid, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Ich begrüße herzlich Carsten und Carsten ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Carsten. Von wem wirst du gehasst? Ich werde gehasst von ehemaligen Kollegen. Das geht darum, ich war vor 1,5 Jahren in der Bahnhofsszene drin. In der Bahnhofsszene? Bahnhofsszene. Was heißt das? Ich habe als Drogenkurier gehandelt. Was hast du gehandelt?
Also als Drogenkurier. Als Drogenkurier gehandelt, also mit Drogen gehandelt. Ja. Ja. Mhm. Also ich habe halt Unmengen Drogen quer durch Hannover geschafft. Mhm. Und halt hier ein paar Kilo hingebracht, dann das Geld abgeholt, da wieder hingebracht. Ja. Ging es auch um harte Drogen? Ja, um sehr harte Drogen. Das also ging um von Kokain bis alles Mögliche. Heroin. Heroin, Crack und so weiter. Ja. Mhm. Ja. Und eines Tages sprach mich so ein Streetworker an, mhm. diese Sozialpädagogen. Das sind Sozialarbeiter, die auf der Straße arbeiten, mhm. gute Jobs machen, wichtige Jobs. Ja, auf, das habe ich auch nachher drauf gekommen, dass es das wirklich ein guter Job ist, den er gemacht hat. Mhm. Denn der sprach es eines Tages an und fragte mich, was ich denn den ganzen Tag mache. Ja. Weil mich auch längere Zeit beobachtet hat. Ja. Und da fragte ich ihn natürlich, warum, ich mache doch gar nichts. Mhm. Er meinte, ja, warum fährst du da mit einem richtig prallgefüllten Rucksack dahin, mhm. wo man richtig die Ecken rausgucken sieht von irgendwelchen Kästen oder Päckchen und ich danach nur noch mit so einem kleinen, labberigen Rucksack zurückkomme, aber einen großen Alukoffer in der Hand. War es wirklich so, dass du so plump auf Tour gegangen bist, dass man das ja. sehen konnte? Nein, das glaube ich nicht. Ja, du lässt doch nicht die Päckchen Kokain raushängen aus deinem Rucksack. Nein, nicht rausgucken. Nur wenn man jetzt zum Beispiel, wenn du ein Handy in der Hosentasche hast, dann guckt das auch so eine Beule hervor. Wenn du was? Ich hab's nicht verstanden. Wenn du was? Also ich meine, wenn jetzt zum Beispiel ein Handy in der Hosentasche steht, ja. dann sieht man noch die Beule von außen. Ja, das meinte ja. ich. Also. Mh. Dass man die Beule nur von außen sehen kann, ja. nicht die Päckchen selber. Gut, also dieser Straßenarbeiter, Sozialarbeiter hat dich beobachtet, dich angesprochen. Ja. Und hat der dich dann da rausgezogen aus dieser ganzen Szenerie? Ja, so kann man das sehen, weil... Bist du denn auch vor Gericht gestellt worden? Ja, ich? Ja, du. Ja, also ihn nicht als Angeklagter. Ja, aber du hast ja nur etwas sehr Illegales getan. Du hast mit Drogen gehandelt oder ja, hast kuriert zumindest. Ja, für die ganz großen Chefs jedenfalls. Ja. Und da hat er zu mir gesagt, entweder ich lasse die Leute, die ganze Bande da auffliegen, oder ich darf ihn halt... alles mögliche an Anklang anhören von wegen illegaler Drogenhandel und so weiter. Moment, eins am anderen. Dieser Streetworker hat dich angesprochen. Ja. Der hat dich da rausgeholt. Ja. Warum hassen dich jetzt die Leute, die damals mit dir auch in diesem Drogenhandel verwoben waren? Weil ich die verpfiffen habe bei der Polizei. Aha. Da sitzen etliche Leute im Knast. Ah ja. Und weil ich die halt belogen habe und untergangen habe. Also du hast quasi dieses ganze Netz oder zumindest einen Teil von diesem Drogendeal-Netz in Hannover, am hannoverischen Hauptbahnhof, aufliegen lassen. Ja. Ja. Wie viele Leute sind da betroffen? Das heißt, wie viele sind da dann hinter Gitter geraten oder haben eine Anzeige bekommen? Also das waren ungefähr 20 Leute. Also mhm. die direkt davon betroffen waren. Mhm. Gegen die halt ich auch aussagen musste, als wo ein Rechtsanwalt mich vertreten hat. Ha, du standst nicht direkt selbst vor Gericht und hast ausgesagt, sondern über einen Anwalt. Ja, über einen Anwalt. Ja, jetzt verstehe ich aber trotzdem nicht. Ich meine, wenn du das gemacht hast, du bist ja selbst auch schuldig. Hast du denn dann nicht von der Staatsanwaltschaft oder von irgendwem eine Anzeige auch bekommen? Nee, habe ich nicht. Ich glaube nämlich, dass sie froh waren, dass endlich so ein großer Ring da weg ist oder ein kleines Glied von einer Kette da weg ist. Man hatte davon abgesehen, dich zu bestrafen, quasi so als Dank, in Anführungszeichen, dass du das alles hast auffliegen lassen. Ja, und ich sehe das irgendwo so als Dank dafür, dass ich jetzt wirklich tagtäglich Angst habe, dass der Nächste über den Weg läuft, obwohl ich jetzt in einer anderen Stadt wohne. Mhm. Also alle, die betroffen sind, denen ist klar, du bist der Schuldige in deren Augen. Vielleicht jetzt halt auffliegen lassen. Sind denn alle hinter Gittern oder sind auch welche mit Bewährungsstrafen davon gekommen? Da sind ein paar mit, also ich habe zum Kollegen von dir gesagt, dass da drei hinter Gitter auch drei auf Bewährung rausgekommen sind. Ja. Und da hatte ich Zufall ein, weil ich bin nicht gleich danach weggezogen, ein paar Wochen später, habe ich einen in der Straßenbahn getroffen. Ja. Und da hat mir natürlich erstmal das Herz geflattert, weil ich wusste, die renne ich mit Spielzeugpistolen rum, halt mit Schafen und naja, ich dachte, der hat mich erkannt. Ja. Und dann hat er mir jetzt seine ganze Leidensgeschichte erzählt, von wegen, dass ihn einer verpfiffen hätte, seine ganzen Kollegen. Mhm. Hat er dich bedroht auch? Nee, der war mit Drogen zugepumpt. Also bei dem hast du noch Glück gehabt. Hast du denn im Laufe der letzten Monate oder der letzten Zeit Drogen irgendwie bekommen?
Nein. Nein, das nicht. Aber es ist dir völlig klar, insofern passt das natürlich sehr gut in unser Thema, dass du von Leuten gehasst wirst. Ja. Und dieser Hass macht dir auch Angst, weil es könnte noch etwas passieren. Spätestens dann vielleicht, wenn einer von denen, die hinter Gitter geraten sind, rauskommen wieder. Ja, dann, also ich habe echt schon Schiss, also es war mal, ist aber auch schon, ich glaube, 2 Monate her. Doch, da hatte ich, wie soll man das sagen, ich habe meine alte Handynummer gehabt. Und da kam halt ein Anruf wegen, wir wissen, wo du wohnst, ich finde dich, ich werde deine ganze Familie auslöschen und deine Nachfahren auch noch. Und das setzt einem dann schon zu, ne? Das ist klar. Das hat mir richtig zugesetzt. Du bist jetzt in einer ganz anderen Stadt? Ja. Und bist du ganz auch raus aus diesem Milieu, aus dem Geschäft? Da bin ich ganz raus. Was machst du jetzt von Beruf oder wie lebst du? Wie ich lebe, ich habe eine eigene Wohnung. Ja. Und arbeitest du was? Ja, wie soll man das sagen? Ich habe bis gestern war ich noch offiziell Arbeitnehmer. Bei einem, sagt dir Kick was? Kick Textilien? Nee, das müssen wir jetzt auch nicht so genau erklären. Also du hast gearbeitet bisher. Ja, hab gearbeitet. Ja. Und ich gehe aber davon aus, dass du auch Drogen konsumiert hast vorher. Bist du da auch ganz weg von? Da bin ich ganz weg von. Das Einzige, was ich jetzt noch habe, wenn ich nicht spätestens eine halbe Stunde Zigarette rauche, dann flippe ich aus. Ja, okay. Also normale Zigaretten. Ja. Ich finde, da kann man erstmal eine Weile mit leben. Das ist nicht so schlimm, als wenn du wieder an der Nadel oder auf Koks bist. Oder ja, an der Nadel hänge ich auch nicht. Aber Koks bestimmt. Nee, also ich habe immer ab und zu mal eine Leine gezogen, aber so Nadel selber nicht. Ja. Bereust du das, dass du das gemacht hast oder stehst du dazu? Im Ganzen gesehen stehe ich dazu. Ich finde das auch gut, muss ich dir sagen. Ich finde es auch mutig, dass du es gemacht hast. Denn diesen Leuten das Handwerk zu legen, wenn immer es geht, ist nur gut. Gibt's gar nichts zu diskutieren. Es wird so viel Leid und so viel Elend mit diesem Scheißzeug angerichtet. Das finde ich schon sehr gut. Ich wünsche dir für alles Weitere, was jetzt kommt, alles Gute, Carsten. Und vor allen Dingen auch viel Glück, dass dir niemand irgendetwas zu Leide tut. Dankeschön. Ja? Ich wollte noch fragen, ob ich noch mit deiner Psychologin noch... Ja, gerne, wenn du das gerne möchtest, auf jeden Fall. Leg bitte auf und die Heide, so heißt die Psychologin heute, ruft dich gleich an. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, Entschuldigung, Frosch im Hals. Unser Thema heute Nacht heißt, ich werde gehasst. Und ich möchte mit euch reden, die ihr da draußen vor dem Fernseher sitzt oder am Radio und wirklich das Gefühl habt, ich werde von einem Menschen oder von mehreren Menschen gehasst. Das ist ja kein schönes Gefühl, das kann einem ja Angst machen, das kann einen ja auch sehr belasten. Werdet ihr gehasst berechtigt, weil ihr irgendetwas angestellt habt? Oder werdet ihr zu Unrecht gehasst, was dann ja noch viel schlimmer ist und einen noch mehr belastet? Telefonnummer 0800 5678 111. Jetzt ist Florian, 20 Jahre bei mir. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Florian, du wirst auch gehasst. Warum? Ja. Und zwar werde ich gehasst, wenn mir die Schuld an den Tod meiner Ex-Freundin zugeschrieben wird. Was ist denn da passiert? Und zwar war das so... Ich habe mit ihr im Sommer, also im Mai 2000, Schluss gemacht. Und daraufhin hat sie oft versucht, nochmal telefonisch oder kam sogar zu mir persönlich hin und hat mich gefragt, ob sie mir nicht nochmal eine Chance geben will. Ja, vorab noch gefragt, wie lange wart ihr zusammen? Knapp 2 Jahre. Ja, also du warst so jung noch, ne? Von 16 bis 18 ungefähr. Genau, ja. Ja. Und dann habe ich das immer abgelehnt. Und habe dann im September eine neue Beziehung angefangen, ja, mit einer anderen Freundin. Und das lief auch 1,5-2 Jahre lang. Und während der Beziehung hat sie auch immer noch wieder versucht, also mich angerufen, Briefe geschrieben, ich soll ihr verzeihen und sie möchte das nochmal probieren. Und sie hat das über 2 Jahre dann noch versucht, wieder an dich ranzukommen? Also, ich will jetzt nicht sagen 2 Jahre lang, aber das sagen wir ein Jahr. Noch ein gutes Jahr. Ja. Mindestens, ja, intensiv, sag ich mal. Und ich habe gesagt, immer wieder nein. Und habe gesagt, wir können gerne noch Freunde bleiben und alles, ist kein Problem. Warum? Wer hat denn damals eigentlich Schluss gemacht? Du oder sie? Du hast Schluss gemacht. Ja. Damals. Das ging von dir aus. Und was war der Grund, wenn du das vielleicht in 1, 2 Sätzen sagen könntest? Ja, sie ist mir 2-mal fremdgegangen innerhalb von 6 Wochen. Ah ja. So, du hattest eine neue Freundin, das ist ein ganzes Jahr ins Land gestrichen und sie hat immer wieder versucht, an dich heranzukommen. Was ist dann weiter geschehen? Genau. Ja, und das ging, wie gesagt, hat oft mal probiert und dann in letzter Zeit nicht mehr häufig. Wir hatten dann auch nicht mehr so den Kontakt, weil sie dann weg in eine andere Stadt gezogen ist. Ja. Zwar nicht so weit weg, aber es geht noch. Also ich wohne in Hamburg, sie sind in Bremen. Und dann
lief eigentlich der Kontakt noch telefonisch, aber auch nicht mehr sehr häufig. Mhm. Also mehr hat sie von sich aus angerufen und so, aber egal. Gut, dann ging das so weit, dass sie sich dann, wie gesagt, im Juli diesen Jahres umgebracht hat. In diesem Jahr, im Juli? Ja, in diesem Jahr. Mhm. Ich habe das dann durch ihre beste Freundin erfahren, weil die wohnt in Hamburg noch. Mhm. Und die hat mir das dann gesagt. Ich habe das dann 3-4 Tage später erfahren. Mhm. Hat sie sich aus Kummer, aus Liebeskummer umgebracht? Ja, das ist ja gerade der Punkt, das steht nicht fest, weil sie hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Und wie hat sie sich umgebracht? Soweit ich weiß, hat sie sich erhängt in ihrer Wohnung. Oh Gott. Mhm. Aber das ist schlimm genug, muss ich sagen, aber sie war Krankenschwester und angeblich soll sie vorher noch irgendwie Schlafmittel oder Beruhigungsmittel genommen haben. Mhm. Soweit ich das weiß. Ich weiß es ja nicht. Mhm. Also ich war ja nie in der Wohnung bei ihr, so kann das jetzt nicht. Ich weiß das nur, wie gesagt, durch die Freundin. Mhm. Gut, ich war dann auf der Beerdigung. Sie wurde in Köln beerdigt, weil ihre Eltern geschieden sind. Ihr Vater wohnt in Köln, ihre Mutter in Bremen. Und da bin ich dann mit ihrer besten Freundin sogar noch hingefahren. Ja. Habe ich ja gemacht. Natürlich musste ich ja machen. Ich war mit 2 Jahren mit ihr zusammen. Mhm. Und dann, als ich auf der Beerdigung war, haben mich alle, die da waren und vor allen Dingen die Eltern, mit denen ich eh nie so einen richtig guten Kontakt hatte, mich angeguckt, als ob ich sie umgebracht habe. Fast also. Haben die auch was zu dir gesagt? Gar nicht, die haben mich ignoriert. Aber das stand irgendwie so in der Luft, der Vorwurf, du bist letztendlich schuld daran. Du hast sie in den Schmerz getrieben und in die Verzweiflung. Ja. Du hast gerade gesagt, du bist mit der besten Freundin von ihr von Hamburg nach Köln gefahren. Richtig. Da fällt mir ja nur ein paar Stunden. Wie war denn die Stimmung zwischen euch beiden? Hat die Freundin, die beste Freundin, dir auch irgendwie Vorwürfe gemacht? Mit der habe ich eigentlich noch relativ guten Kontakt. Also die sieht das Ganze nicht so, dass ich dran schuld bin. Sie ist natürlich auch sehr traurig darüber, dass ich jetzt sie umgebracht habe, aber sie geht jetzt nicht so weit und gibt mir die Schuld daran, weil... Also bei der Beerdigung ist dir das so vorgekommen, als würden die dich hassen und dir das vorwerfen. Es ist aber bis heute nie irgendmal ein Brief von denen gekommen oder irgendein Anruf oder so. Ja, also nicht von den Eltern, aber mit dem Freundeskreis, den ich hier in Hamburg noch habe, mit dem ich auch mit ihr zusammen einen Freundeskreis mehr oder weniger aufgebaut hat, die haben mich dieses Jahr lang, würde ich sagen, noch terrorisiert und mir Vorwürfe gemacht. Ich habe sogar Morddrohungen bekommen. Aber dieses ganze Jahr lang haben die das gemacht? Bitte? Die haben das dieses ganze Jahr über gemacht? Ja, also dieses Jahr, es ist erst im Juni passiert. Ich würde sagen, seitdem das passiert ist. Ne? Ja, natürlich. Ja. Seitdem, was das passiert ist, also ein paar Monate lang. Ja, und mit dem habe ich dann halt jetzt keinen Kontakt mehr mit den ganzen Freunden. Das sind ungefähr 15, 20 Leute gewesen, die jetzt alle gegen mich sind. Ja. Ist dir da mal jemand auf der Straße begegnet von denen? Auch, ja. Und eisiges Schweigen? Ja, oder... Ja, nicht mehr schweigen oder ignorieren. Also haben sie mich jetzt nicht nochmal angesprochen. Das mich wundert, dass die beste Freundin letztendlich mit dir gut kann und dich versteht und dass die beste Freundin nicht dazu beiträgt, dass es in den Freundeskreis hineingetragen wird, dass du nicht schuld bist an der ganzen Sache, sondern dass das Mädel selbst das nicht hat für sich hingekriegt, das, was da passiert war. Ja. Also wie gesagt, die ist die Einzige, die zu ihm steht in der Situation. Aber dennoch... Gab es denn Momente bei dir, dass du dir dennoch, obwohl du keine Schuld hast, dir doch Schuld und Vorwürfe gemacht hast? Auf jeden Fall, ja. Gerade in der Anfangsphase, wo ich es erfahren habe, habe ich mir viel Schuld. Und ich möchte auch nicht ausschließen, dass ich nicht dran schuld bin. Ich weiß es ja nicht, warum sie sich umgebracht hat, aber selbst nehmen wir mal an, sie hat sich wegen mir umgebracht. Warum dann erst nach 2 Jahren? Ja, Florian, selbst wenn sie sich wegen dieser gescheiterten Liebe zu dir umgebracht hat, finde ich überhaupt nicht, dass du schuld dran bist. So ist halt das Leben, dass Menschen zusammen sind und sich wieder trennen. Und wenn sie dir ein Jahr wirklich hinterhergelaufen ist und geklammert hat und es dann immer noch nicht kapiert, dass es nicht mehr funktioniert, obwohl du sogar auch eine Freundin und neue hattest, dann war mit dem Mädel etwas nicht in Ordnung. Da trägst du keine Schuld. Was willst du denn machen? Du kannst dich doch nicht auf eine Beziehung einlassen, nur damit die sich nicht umbringt, obwohl du gar nicht das Gefühl mehr hast. Das geht doch nicht. Eigentlich nicht. Na, ich habe ja auch nicht erwartet, dass es so weit kommt. Ich habe das eigentlich, wenn ich jetzt mal ehrlich sein soll, sowieso nicht verstanden, warum sie richtig mit mir zusammen war. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, ich bin Brad Pitt oder so, eher das Gegenteil. Ja, und sie war schon, also sie hat mal im Neckermann-Katalog gemodelt und sah wirklich gut aus und alles und hatte Geld und alles und also ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, welche Gründe das jetzt haben soll. Na gut, aber wenn man jemanden liebt, dann kommt es auch nicht darauf an, dass man wie Brad Pitt aussieht. Nein, aber
Es ist kein Grund, sich wegen mir umzubringen, möchte ich damit sagen. Also ja. Aber ich kann aber wiederum auch schon verstehen, dass wenn ich mich in deine Lage versetze, dass man da einen Schock hat, wenn die Ex sich umgebracht hat, wenn die sich erhängt hat. Das ist ja alles so schrecklich, wenn man sich das dann vorstellt, dass hier immerhin ein Mensch, mit dem du 2 Jahre zusammen warst, den du auch mal lieb gehabt hast. Ja, also ich habe sie nie gehasst, so will ich nicht sagen. Bloß ich habe da keinen Sinn mehr gesehen, wenn sie fremd geht. Gut, aber es gab ja auch gute Zeiten zwischen euch. Ich meine, und an die erinnert man sich ja, wenn man dann sowas Schreckliches hört. Also keine Schuld, aber klar, die Leute reagieren so, dass sie dann Hassgefühle entwickeln und irgendwie einen Schuldigen suchen und irgendwie wie von Sinn sich auf irgendwas fokussieren und gar nicht mehr drüber nachdenken. Ne? Ja, leider. Florian, alles Gute in deiner neuen Beziehung, die läuft noch im Moment. Da steht das mal auch nicht auf festen Füßen. Ach so, gut, da wollen wir das jetzt nicht vertiefen. Nee. Aber generell alles Gute wünsche ich dir. Ja, und viel Erfolg noch mit deiner Sendung. Danke sehr, Florian. Tschüss. Ja, tschüss. Frank, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Ja, hallo Frank. Die Sendung heißt... Ich muss ans Fenster gehen. Ich habe sehr schlechtes Netz hier, glaube ich. Ja, geh ans Fenster mit, damit ich gut verstehen können. Das ist wichtig. Also die Sendung heißt Ich werde gehasst. Ja? Ja. Jetzt geht's bestimmt besser. Ja, ich hoffe das. Warum wirst du gehasst? Ich werde von meinen Eltern gehasst. Und warum? Seitdem die vor einem halben Jahr erfahren haben von mir selber, dass ich schwul bin. Und du würdest so weit gehen, dass es nicht nur eine Ablehnung oder eine Angst ist, sondern wirklich Hass ist? Das ist Hass. Wie macht sich dieser Hass deutlich? Und zwar, es ist eine totale Ablehnung. Ich habe davor die ganzen Jahre noch bei meinen Eltern gewohnt, hab selber vor 3 Jahren erst mitgekriegt, dass ich wirklich schwul bin. Und vor einem halben Jahr habe ich meinen Eltern gebeichtet und da kam die völlige Ablehnung. Hast du es beiden? Da war nicht irgendwas mit drüber reden oder so, das war völlige Ablehnung sofort. Ja. Hast du gleichzeitig mit beiden geredet? Ja. Ja. Wie war die allererste Reaktion, als du es ausgesprochen hattest? Völlige Stille. Und zu der Zeit hast du auch noch da gewohnt? Ja, ne? Und dann hat man dann irgendwann mal was gesagt, was Abfälliges? Ja, dann kam nur noch die Reaktion, pack deine Sachen und geh. Ach, wie? Ja, das war die einzigste Reaktion, die noch kam. Also die quasi direkt in diesem Outing-Gespräch? Direkt ins Gesicht, ja. Und direkt in diesem ersten Gespräch? Ne? Oder am nächsten Tag erst? Und seitdem kam nichts mehr, überhaupt nichts mehr. Ich habe gerade was gefragt. War das direkt im Gespräch, dass die gesagt haben, pack deine Sachen oder erst ein paar Tage später? Nee, direkt in dem Gespräch. Das ist ja heftig. Also keine Auseinandersetzung, keine Diskussion. Nee, die wollten gar nichts davon wissen, gar nichts. Bist du dann sofort ausgezogen? Ich bin sofort gegangen, ja. Wohin? Ich bin erstmal zu meiner Schwester gegangen. Und du hast jetzt in dem letzten halben Jahr überhaupt keinen Kontakt zu denen? Na, nur über meine Schwester. Mit meinen Eltern selber gar nicht. Was reden denn die Eltern über dich bei deiner Schwester zum Beispiel? Die schneiden das Thema selber nicht gerne an. Meine Schwester versucht zwar, wenn sie bei meinen Eltern ist, irgendwas rauszufinden, so wie, na, wollen sie nicht mal wissen, wie es Frank geht und sowas. Und ach, da kommt einfach nur, na, ist er gesund und nur das Nötigste einfach. Hast du mittlerweile eine eigene Wohnung oder wohnst du noch? Ich habe eine eigene Wohnung jetzt, ja. Wohnst du auch noch in dem Ort oder in der Stadt? Ich wohne noch in demselben Ort, ja. Das heißt also, sie können dir durchaus auch mal irgendwo über den Weg laufen? Ja, sicher, na klar. Ist das schon passiert in dem letzten halben Jahr? Nee, ist es nicht. Ist noch nicht. Wie war dein Verhältnis vorher zu deinen Eltern? Vorher war das Verhältnis war top. Wir konnten über alles reden. Aber halt, gerade wenn man sieht, dass wir auch manchmal im Fernsehen zu dritt oder so, sag ich mal, da war das immer ein Tabuthema, immer. Was hat das jetzt für dich ausgelöst? Welche Gefühle haben das jetzt ausgelöst in dir, dass deine Eltern dich so brachial verstoßen haben? So ja, das ist für mich Horror, sag ich mal. Weil ich habe in der ganzen Zeit, ich bin jetzt 22, ja, in der Zeit, wo ich bei meinen Eltern gewohnt habe und auch wie ich groß geworden bin, da habe ich so ein Verhältnis aufgebaut zu meinen Eltern. Na, das waren für mich... Ich konnte über alles mit denen reden, egal was es ist. Aber halt bei dem. Das ist ja Thema, jetzt eine. Dass dann so ein Knick kommt mit dem, also. Das ist ja eine irrsinnige Enttäuschung und auch eine irrsinnige Verletzung, ne? Na, die aber jetzt schon seit einem halben Jahr anhält, das ist ja das Schlimme. Ja, ja. Hattest du das so
geschätzt, dass es vielleicht so heftig ausgehen würde? Nee, gar nicht, gar nicht. Du hattest gehofft, man könne reden miteinander? Ja, ne, genau, weil ich konnte über alles mit ihnen reden. Mhm. Sonst. Aber dir war schon klar, dass sie nicht mit wehenden Fahnen zu dir kommen und sagen, toll, du bist schwul und so nicht, aber dass man sich irgendwie aber hätte. Aber die Reaktion, die war für mich einfach, die war, das habe ich nie erwartet, dass das so heftig ausfällt. Mhm. Dann zweifelt man ja daran, dass die Eltern einen je wirklich geliebt haben, ne? So würde es mir gehen, wenn ich an deiner Stelle wäre. Wenn sie dich aufgrund deiner sexuellen Identität so verstoßen, kann dahinter ja keine wirkliche Liebe stehen. Ich weiß nicht, am Ende ist es ja vielleicht doch noch Liebe, aber die verstellen sich halt oder die haben halt eine Blockade davor in eine Sperre. Mhm. Frank, wie willst du weiter vorgehen? Willst du einen neuen Anlauf versuchen in den nächsten Wochen oder Monaten oder willst du erstmal stillhalten? Wenn dann erstmal auch über meine Schwester, dass er halt versucht zu reden, ob es nochmal in Kontakt oder in Interessen irgendwo, auch an einem neutralen Ort, das muss ja nicht dort sein, sag ich mal. Und wenn es gar nicht ist, aber ich das geht ja gar nicht, dass ich mich jetzt meiner Eltern wegen wieder umwandle oder wie auch immer. Natürlich nicht. Ziemlich blöd, aber... Ja. aber Nein, schön wäre ja, wenn von Ihnen, von den Eltern jetzt die Initiative ausginge und Sie sagen würden, komm, lass uns doch nochmal reden, so geht's nicht. Aber nach der ersten Reaktion erwarte ich das eigentlich weniger. Hm. Wie alt sind deine Eltern eigentlich? 47 und 46. Also ist kein Alter. Also so ziemlich nah beieinander eigentlich. Hm. Und ich habe die auch noch nie so vor Bord erlebt, sag ich mal so. Hm. Waren Sie denn sonst oder sind Sie sonst in Sachen Sexualität auch eher ein bisschen verklemmt oder eigentlich auch locker? Nein, eigentlich immer nicht, aber halt weil wir haben das Thema noch nie richtig angesprochen, komplett so zu dritt oder zu viert, wie auch immer. Mhm. Gibt es eigentlich neben der Schwester noch andere Geschwister? Nee, wir sind nur zu zweit. Und die Schwester ist schon auf deiner Seite, da hast du einen Halt. Ja, die halt, ich bin ja auch gleich, wo die gesagt haben, dass ich meine Sachen packen soll, bin ich auch erstmal bei ihr untergekommen, bis ich meine eigene Wohnung hatte. Die ist älter als du vermutlich. 27 schon. Ja. Gut, dass du sie hast, ne? Gerade in diesen Zeiten. Gerade in der Zeit, wo ich wollte dann auch, ich hätte ohne mehr versucht weiterzureden, ich bin dann wirklich gegangen, aber ich habe dann auch, wo ich dann die Tür, ich habe ja dann, die standen wirklich im Flur, ich habe dann die Tür zugeschlagen, auch nicht irgendwie einen Blick von Trauer oder irgendwas gesehen, so. Ging ja. Die standen einfach nur zornig da und haben nur gesagt, na komm, geh. Mhm. Und also, das ist wirklich unglaublich. Du hast dann nur noch eine Nacht da geschlafen. Und dann bin ich sofort gegangen. Und dann bist du gegangen. Wahnsinn. Am Ende hätte ich vielleicht gedacht, das ist die erste Reaktion, weil es kommt bestimmt für viele ziemlich überrumpelt vor, sage ich mal so. Aber sie halten das ja durch. Es kam kein Kontakt mehr und nichts. Die haben meine Telefonnummer und alles. Es kam einfach nichts mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann wirklich ganz verzweifelt da mit den Koffern steht und denkt, mein Gott, die ganze Welt bricht zusammen. Ich habe ja gehofft, weil ich vor 2 Monaten auch Geburtstag hatte, dass da vielleicht mal irgendwas kommt, aber gar nichts. Auch nichts. Gratuliert, gar nichts. Schrecklich, nee. Schrecklich. Also Frank, gut, dass du die Schwester hast, sage ich nochmal. Und ich finde es bitter, enttäuschend und jämmerlich, was deine Eltern da für eine Show abziehen. Das kann ich mal kurz sagen, das ist für mich zurzeit jetzt in dem ganzen halben Jahr, wo jetzt die Scheiße läuft, nicht mal mehr eine Schwester, das ist schon bald wie eine beste Freundin, sowas in der Art. Mm, mm. Und ich kann nur hoffen, dass sie sich eines Besseren besinnen. Ich habe noch einen guten Freundeskreis, der mich viel unterstützt. Mm. Den hast du auch, das ist ja gut. Ja. Und aber Frank, ich wünsche dir, dass die Eltern auf einen anderen Trip kommen. Ich finde es beschämend. Ich sag's ja auch nochmal. So wie ich am meisten sage immer. Ja, ich finde es beschämend, was sie machen. Weil gerade jetzt steht Weihnachten vor der Tür und das vor der Tür und wir haben das immer gemeinsam gefeiert. Da gab es noch nie ein Fest, wo wir das ausgelassen haben, alle vier. Ich würde an deiner Stelle, wenn du das aushältst und durchhältst, auch erstmal nicht den ersten Schritt machen. Ich finde, ich finde, sie sind am Zug. Sie müssen diesen ersten Schritt machen. Alles Gute von... Absolut, ja, absolut. Alles Gute, Frank. Ja, wünsche ich dir auch, dann Domian. Dankeschön. Tschüss. Ich danke dir, tschüss. Tschüss. Sarah, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo. Sarah.
Ja. Hass mein ist Thema das ist, Thema. Ja, Hass ist euer Thema ja sowieso heute, ne? Mhm. Und es geht darum. Und zwar, ich habe einen Freund, der ist 22, ich bin 24. Mhm. Und es fing damit, also ich bin sehr extrem, was Sexualität angeht. Mhm. Und zwar... Bevor wir die Geschichte jetzt erzählen, sagst du mir erstmal, damit wir das richtig alles einordnen, wer hasst dich, dieser Freund? Mein Freund und ich mich selber auch, dafür, was ich meinem Freund antue. Das heißt, dein Freund ist auch noch dein Freund, ihr seid nicht getrennt? Wir sind seit 3 Jahren zusammen, ja. Seit 3 Jahren zusammen. Mhm. Ja. Du hast ihn und... Ich hasse mich selbst auch dafür, selbst auch. Was ich ihn antue, ja. Was tust du ihm an? Also, es ist so, ob er wach ist oder ob er schläft, egal. Ich fange an, einfach, sagen wir zum Beispiel, es ist jetzt ein Beispiel. Ja, ich fange an, ich sag dann, ich möchte gern jetzt in dein After, ne? Und gehe dann in sein After rein und sag, ich gehe mit einem Finger rein und irgendwann ist er dann, aber bin ich dann mit der ganzen Faust drinne, zum Beispiel. Wie bitte? Ja. Einfach so, wenn er im Bett liegt? Ja. Ohne, dass ihr einen sexuellen Kontakt miteinander habt? Genau. Ich bin einfach nur, ich mach alles. Schläft er dann? Er schläft auch, da mache ich das auch. Immer diese gerade besagte Aktion? No, nicht nur diese besagte Aktion. Ich meine, die ist ja schon, wir wollen das gar nicht weiter vertiefen, die ist ja nun so krass. Ja, ich weiß. Das ist schon fast, also dafür hasse ich mich auch sehr, sehr, sehr. Also auch wenn er schläft, mache ich das auch. Dann, wir haben so Handschellen, so Plüschhandschellen. Und wenn er schläft fast immer auf dem Bauch, dann mache ich das eben auch. Hör mal, das ist ja nun leicht, leicht krank, ne? Entschuldige, wenn ich das jetzt so sage. Ja. Ich bin ja ganz, ganz, ganz fassungslos. Du bist drei Jahre mit diesem Mann zusammen. Ihr wohnt zusammen offensichtlich. Ja. Und du gehst so herbe, derbe sexuell mit ihm um. Ja. Und am Anfang war das ganz anders. Also da habe ich ihn kennengelernt und da war ich ein ganz liebes Mädchen. Da habe ich mich eben ein bisschen verstellt. Ne? Mhm. Weil ich vorher schon diese Neigung hatte, die ganze Zeit. Wie würdest du diese Neigung benennen? Wie könnte man sie überschreiben? Überschreiben? Ja, wie du schon sagtest, ist einfach super krass. Also es handelt sich immer um den gleichen sexuellen Vorgang, den du gerade beschrieben hast? Nein, um mehrere sexuelle. Also alles, was ich in Videos und sonst was sehe, alles probiere ich mit ihm aus. Also alles. Also wir haben jetzt gerade ein Beispiel, hast du genannt. Ich sag zum Beispiel jetzt, er steht ja auch drauf, wenn ich mit einem Finger, mit einem Finger in sein After. Gut, ja, soweit waren wir ja schon mal. Ja. Andere Beispiele. Okay, dann nehme ich noch die Klammern für die Brustwarzen zum Beispiel. Damit und... Ach, was ich alles mache, das kann ich gar nicht alles vor. Also Sarah, und er will das nicht. Er will es nicht, nein. Warum ist er denn mit dir, mein Gott, noch mal 3 Jahre zusammen? Warum? Ja, warum? Weil er mich liebt. Ach. Und hasst aber auch für die Sache. Aber es ist eben so, nachdem ich das gemacht habe, ne, diese Aktionen, dann bin ich wieder das liebe Mädchen und mach ganz normalen Sex mit ihm, ne? Und dann ist bei ihm wieder fast alles vergessen. So geht das jetzt schon die ganze Zeit. Wie warst du bist jetzt 24, 3 Jahre, ihr seid 3 Jahre zusammen. Genau. Wie warst du denn vorher so drauf? Auch ähnlich? Oder? Ja, nicht ganz so krass, aber schon ähnlich. Also hattest du andere Beziehungen auch schon? Oder? Ja, mehrere, ja. Und da war das auch so? Da war es auch schon, aber nicht so extrem. Aber schon ganz schön krass. Wirklich sehr krass. Ich weiß auch nicht, warum ich das habe, aber es ist einfach so. Also ich bin etwas irritiert im Moment, ob ich dir das glauben soll, was du mir erzählst. Ja. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wenn es denn stimmt,
halte ich das wirklich für eine hochgradige Störung, die absolut psychologisch, therapeutisch, psychiatrisch, ich weiß nicht wie, behandelt werden muss, wenn du mir die Wahrheit sagst. Aber Jürgen, überleg mal, wenn ich das mache, ja, und er aber dann sagt, danach, es ist in Ordnung dann, er hasst mich zwar, ich hasse mich ja selber dafür. Ja, aber guck mal, wir sind drei Jahre zusammen. Oh, okay, aber dieser Satz reicht ja schon aus. Ich hasse mich dafür und er hasst mich letztendlich auch. Da interessiert mich dann das Aber nicht mehr, dass er das eventuell dann auch noch ganz gut findet. Da ist ja alles irgendwie nicht in Ordnung. Alles ist nicht stimmig. Ja, mit mir, ne? Ja, mit ihm auch. Also ja. ein normaler Mann, ich benutze das Wort normal jetzt mal ganz positiv. Er hat auch keine homosexuellen Neigungen oder sonst etwas, ne? Gut, darauf wollte ich jetzt auch gar nicht hinaus. Nee, würde so etwas nicht mit sich machen lassen. Habt ihr denn auch einen alltäglichen Alltag? Funktioniert das oder ist das auch alles irgendwie ein bisschen? Nein, ganz normal. Ganz normal. Ich habe zwei Kinder von zwei Männern. Mhm. Wir haben ein kleines Familienhäuschen. Mhm. Er geht arbeiten, er ist Stuckateur. Mhm. Und du bist Hausfrau. Also, ich bin Hausfrau, ja. Ich kümmere mich um die Kleinen. Diese Geschichte, die du mir gerade erzählt hast, ist das für dich eine große Belastung, dass du das machst? Also am Anfang war es eine Belastung, aber es wird eigentlich zurzeit nicht mehr, nee. Aber wenn du, das ist doch nicht, das verstehe ich nicht, wenn du sagst, ich hasse mich selbst dafür, dann muss es doch eine Belastung sein. Am Anfang war es eine ganz große Belastung. Es ist immer noch eine Belastung, aber ich kann nichts dagegen machen. Es ist einfach da. So. Es ist sehr dubios. Ich sag's nochmal, was du mir erzählst. Ja. Ich möchte dir nicht Unrecht tun. Es kann durchaus sein, dass ihr da in so ein seltsames Fahrwasser reingeraten seid. Deswegen möchte ich gerne, dass wir das hier abbrechen und du mit meiner Psychologin weiterredest. Bist du einverstanden damit? Ja. Ne? Die heißt Heide. Sehr nette Frau. Heide, ja genau. Du legst auf und Heide ruft dich an. Ja. Und dann klamüsert ihr das mal in aller Ruhe aus, was dahinter steckt und was da los ist, okay? Okay, aber ich sag wirklich die Wahrheit nur, wollte ich Ihnen nur sagen, weil ich weiß ja nicht, ob das kommt sehr, sehr seltsam rüber, ne? Ja, ich tendiere auch dazu, dir zu glauben, aber wir brechen es einfach mal ab und du sprichst mit meiner Psychologin, okay? Okay, schönen alles, Abend. Alles noch, Gute, ne? Sarah. Tschüss. Tschüssi. Nicole, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ach, hallo Domi, ja. Hallo Nicole. Ja, und zwar, das geht darum, ich habe folgendes Problem, und zwar, ich habe eine Schwester, die ist 21 Jahre alt. Mhm. Und die hat zwei kleine Kinder. Der älteste ist 2 und der kleinste ist 1 Jahr und das dritte kommt jetzt im Dezember. Mhm. Folgendes Problem. Wie soll ich das sagen? Also, dass sie ist alleinerziehend. Mhm. Wer hasst denn wen? Meine Schwester mich. Deine Schwester hasst dich. Ja, hasst dich. Das geht darum, ich habe das Jugendamt eingeschaltet. Nicht das erste Mal, jetzt schon des öfteren Mal, weil das sind Zustände da. Das ist echt kein Zustand für solche kleinen Kinder. Überhaupt für Kinder allgemein wäre das kein Zustand. Was kritisierst du denn am meisten? Bitte? Was kritisierst du denn am meisten? Am meisten kritisiere ich ihren Alkoholkonsum und dass sie die Kinder nicht vernünftig verpflegen kann. Also sie ist Alkoholikerin? Ja. Und sie säuft auch den ganzen Tag über? Ja, die fängt nachmittags an bis nachts irgendwann. Und lässt die Kinder, würdest du so weit gehen und sagen, sie lässt die Kinder verkommen? Ich würde nicht nur so weit gehen, also das ist auch schon so. Mein kleiner Neffe, der Einjährige, der ist am ganzen Körper mit Pilz befallen gewesen oder hat es immer noch. Und sie hat sich nicht mal mit dem Arsch zum Arzt geschert. Also das musste meine Mutter machen. Und der Arzt ist da bald vom Glauben abgefallen. Nun liegt mein Neffe im Krankenhaus. Das musste jetzt anderweitig behandelt werden. Eine normale Behandlung war gar nicht mehr möglich. Weil das am ganzen Körper schon aufgeplatzt war. Also schlimm, ich habe sowas wirklich noch nie gesehen. Also wo ich den Kleinen gesehen habe, ich habe nur noch das Heulen gekriegt. Und was sagt denn der Ehemann dazu oder der Vater der Kinder? Wie gesagt, sie ist ja alleinerziehend. Der Vater, der ist nur am Wochenende da und dann säuft er fleißig mit. Der ist genau das Gleiche wie sie. Sie ist alleinerziehend? Ja. Dennoch ist er am Wochenende, sind die zusammen? Ja. Und sie ist jetzt auch wieder von dem gleichen Mann schwanger? Ja. Also die ganze Familie ist irgendwie kaputt, würdest du sagen? Beide Alkoholiker, es ist keine richtige Ehe und obwohl alles nicht in Ordnung ist, kommt jetzt noch wieder ein drittes Kind dazu, was ja auch Wahnsinn ist, wenn alles so
ist, wie du es gerade geschildert hast. Genau. Hast du denn überhaupt noch Zugang zu ihr? Ich könnte mir vorstellen, dass sie dich gar nicht mehr reinlässt, wenn sie weiß, dass du das Jugendamt informiert hast. Genau, das ist das Problem. Ich meine, ich wohne in Hamburg und sie wohnt in Nordfriesland. Und wie viele Kilometer sind das ungefähr? Und wie gesagt, dann sagte sie, wie viele Kilometer sind das ungefähr? Wir suchen wieder und wie viel Hallo. Wie viele Kilometer seid ihr, wohnt ihr entfernt? Das sind etwas über 200 Kilometer. Das ist natürlich ziemlich weit, ja. Ja. Und also, ich bin da in die Wohnung reingekommen, also ich habe den Lütten gesehen. Ich denke, das darf echt nicht wahr sein. Ich bin selber Mutter von einer 4-jährigen Tochter. Und was ich einfach nicht verstehen kann, das ist, warum ich jetzt dafür gehasst werde, nur weil ich versucht habe, den Kindern zu helfen. Wie war denn jetzt die Reaktion? Du hast das Jugendamt informiert. Genau. Wie haben die dann reagiert und agiert? Das Jugendamt hat sich dann eben halt mit dem behandelten Arzt in Verbindung gesetzt, um eben halt zu wissen, ob das nun stimmt oder nicht. Und naja, das wurde dann alles bestätigt und was da nun weiter besprochen ist, das weiß ich nicht. Wann hast du denn das Jugendamt? Wann hast du denn das? Wir reden immer irgendwie doppelt. Wann hast du das Jugendamt denn? Wann hast du das informiert? Wie lange liegt das jetzt zurück? Letzte Woche Montag habe ich das. Ach so, das ist ganz frisch noch alles. Ja, das ist noch ziemlich frisch. Ich meine, davor hatte ich auch schon mit dem Jugendamt telefoniert und gesagt, dass da was passieren muss. Ich meine, sie sind auch eingeschritten, und zwar hat man ihnen Frühförderung für die Kinder zugestellt. Das heißt, um festzustellen, wie die Kinder auf Sachen reagieren und ob sie zurückgeblieben sind und eben halt solche Dinge eben halt. Also dir wäre es am liebsten ganz klar, wenn man ihr die Kinder wegnehme. Ja. Du meinst, die Kinder hätten es im Heim besser? Ja. Und wären besser versorgt als bei deiner Schwester? Ja. Das sehe nicht nur ich so, das sieht eigentlich fast die ganze Familie, außer meine Mutter. Meine Mutter ist so ein Mensch, sie Familienstreit, so das ist alles, es ist ja im Endeffekt kein Streit. Helfen lassen will sie sich nicht, meine Schwester, und irgendwas musste da einfach passieren, das ging ja nicht hat mehr so. Hat deine Schwester dich angerufen, nachdem sie erfahren hat, dass du das Jugendamt informiert hast, und hat sie dich beschimpft am Telefon? Sie nicht, aber ihr Lebensgefährte kann man ja nicht sagen, er ist ja nur am Wochenende da. Er hat sie angerufen und meinte zu mir, wenn den beiden die Kinder weggenommen wird, dann, wie gesagt, er weiß ja, wo wir wohnen, und meinte dann zu mir, also dann bringt er meine Tochter um. Oh Gott. Ja. Das heißt, du hast jetzt richtig Angst. Wenn Angst um meine Tochter, um mich und um meine Familie. Ja. Dennoch finde ich das richtig, wenn du diese Beobachtung gemacht hast und auch verantwortungsbewusst dann Alarm zu schlagen. Ich kann natürlich die Verhältnisse nicht beurteilen. Wenn du übertrieben haben solltest, wird das Jugendamt das auch schon feststellen. Aber wenn du recht hast, finde ich das sehr richtig, was du gemacht hast. Davon bin ich auch selber überzeugt. Ja, sehr richtig. Und sowas macht man ja auch nicht leichtfertig. Nee. Erstes Mal das, und zumal selbst die Ärzte im Krankenhaus, die haben Fotos gemacht und haben zu meiner Mutter gesagt, dass es unwürdig, sowas einem Kind anzutun. Ich meine, das soll ja schon was heißen. Ja, jetzt wollen wir hoffen, dass das in irgendeiner Weise den Kindern geholfen wird. Ne? Ja. Das wollen wir gemeinsam hoffen. Ja. Und wir wollen natürlich auch hoffen, dass du keinen Schaden davon trägst, nur weil du das in die Wege geleitet hast. Ja, richtig. Vielleicht werden diese Kinder dir es irgendwann danken, dass du sie da rausgeholt hast. Vielleicht. Alles. Ich sag, irgendwann mal verstehen. Bitte? Ich sag, wenn die Kinder das irgendwann mal verstehen. Ja, natürlich, ja. Alles Gute, Nicole. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, danke, tschüss. André, 18 Jahre alt, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Abend, hallo Domian. Hallo André, wer hasst dich? Meine Eltern. Warum? Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich 75.000 Euro Schulden an sie habe. 75.000 Euro? Ja, das geht halt schon seit 2,5, 3 Jahre, dass ich halt meine Eltern bestohlen habe, wegen Drogen und halt wegen Drogen Schulden und so. Und also du hast die 75.000 Euro deinen Eltern gestohlen? Ja. Wie geht das? Haben die so viel Geld überall rumliegen oder was? Naja, das ist halt so, meine Eltern, die wollten halt sparen für ein Auto.
und hatten halt das Geld zu Hause bei sich in einer Geldkassette liegen und hatten halt den Schlüssel dafür bei sich am Schlüsselbund. Und das habe ich dann irgendwann mal mitbekommen und habe mir halt den Schlüssel halt dann genommen und habe einfach das Geld rausgenommen. Wie viel Geld war das? Das waren ja schon allein in der Geldkassette bestimmt schon 50.000 Mark oder so. 50.000 Mark? Ja. Mhm. Dann ging es halt jetzt so weiter. Dann habe ich halt über einen dritten Mann bei meinem Vater auf dem Sparbuch Geld geklaut, halt mit einer gefälschten Vollmacht. Oh, wie über einen dritten Mann? Verstehe ich nicht. Na, halt einer, der über 18 ist. Und halt eine Vollmacht, also man muss halt, wenn man über das Sparbuch halt... Geld also dein Papa hat ein Sparbuch? Jo, mein Papa, der hat halt ein Sparbuch. So, und wie kommst du an das Geld ran? Na, halt ich nicht. Ich war ja halt da noch 16 und... Ja? Ja, und dann habe ich halt eine Vollmacht gefälscht und habe halt jemanden hingeschickt, der schon über 18 war, weil das über... Mhm. Wenn man irgendwie über 18 ist, dann geht das irgendwie. Und das ging so einfach mit der Vollmacht? Ja. Du wusstest als kleiner Bengel, wie man eine Vollmacht fälscht, wie das funktioniert? Ja, ich habe halt irgendwie falsche Kontakte halt schon geknüpft mit 13 und deswegen... Ich meine, das muss man sich ja mal vor Augen halten. Wir reden von Euro, ne? Von 75.000 Euro. Wir rechnen jetzt mal, das sind 150.000 Mark. Ja, das ist eine irre Summe Geld. Ja, das sind halt einfach nur durch irgendwelche Drogenschulden oder ich weiß es auch nicht. Wie viel hast du denn dann von dem Sparbuch runtergeholt? Von dem Sparbuch habe ich, weiß ich nicht, das sind auch schon alleine bestimmt 65.000 Mark gewesen oder so. Und da musste der Mittelsmann, kriegte wahrscheinlich auch noch ein bisschen Kohle? Natürlich, auf jeden. Ja. Jetzt bist du mal gerade, du bist ja jetzt erst 18 Jahre alt, ne? Ja. Wo wohnst du im Moment? Wo lebst du? Ich lebe zurzeit bei einem Kumpel in Frankfurt. Und naja, ich will eigentlich zurück, aber meine Eltern halt, die wollen das halt nicht mehr. Ja. Haben deine Eltern dich angezeigt? Nein. Das nicht. Und wie lange bist du jetzt weg von zu Hause? Ja, bestimmt schon seit einem halben, dreiviertel Jahr. Ja. Ja. Ist das vor einem halben, dreiviertel Jahr erst zum ersten Mal? Ja, da ist es wirklich erst richtig eskaliert, naja. Auch aufgeflogen, kann man das so sagen? Ja, nicht aufgeflogen, es ist schon vorher aufgeflogen. Da konnten sie es mir aber irgendwo noch verzeihen, weiß ich auch nicht. Aber und gab es irgend so ein I-Punkt, der dann alles wirklich hat eskalieren lassen? Ja, jetzt ist so halt vor einem dreiviertel Jahr, da fing ich halt mit Heroin an und das haben halt meine Eltern dann auch mitgekriegt und seitdem... Da war Schluss. Keinen Kontakt mehr mit meinen Eltern halt. Dann hast du ja, sind deine Eltern denn sehr wohlhabende Leute? Ja, auf jeden Fall. Das schon. Also denen tut das gar nicht so unendlich weh, diese 150. Ja, das vielleicht schon irgendwo, aber die interessiert das auch irgendwie nicht, weil das Geld haben sie schnell wieder drin, würde ich sagen. Ach so. Also die haben sich das nicht bitter ersparen müssen. Also, das unbedingt nicht. Bist du das einzige Kind? Nee, ich habe noch einen größeren Bruder. Ja. Als deine Eltern dich dann vor die Tür gesetzt haben, rausgeschmissen haben, so, mit welchen Worten? Haben die gesagt, jetzt hau ab und komm nie wieder, lass uns in Ruhe? Ja, meine Mom, weiß ich nicht, die stand echt noch vor mir mit den Tränen in den Augen und fing halt an, sie kann es halt nicht verstehen. Und aber es tut ihr halt auch leid, dass ich halt, und ich soll halt erst mal wegbleiben, so dass es halt mein Dad erst mal überwunden hat. Weil mein Dad, ich sag mal so, mein Dad, den hat sie irgendwo eher betroffen, weil ich weiß nicht, der stand dann halt echt vor mir und hat geweint und hat echt nur noch zu mir gesagt, es geht nicht mehr so weiter. In diesem halben, dreiviertel Jahr, wo du weg bist, gab es da keinerlei Kontakte zwischen euch? Doch schon. Ich habe es probiert und ich wollte mich ja auch entschuldigen, aber ich weiß es nicht. Die wollen es irgendwie nicht annehmen. Wie lebst du denn jetzt? Was machst du? Ich mache überhaupt gar nichts. Naja, hängst du rum? Eigentlich von einem Freund und halt so vom Betteln her so. Also diese 75.000 Euro, muss man nochmal sagen, sind weg. Hinweg, ja klar. Boah. Weil das ist die Hälfte oder ich sag mal eigentlich eher der größte Teil davon war eigentlich nur Drogenschulden. Wie viel Drogen, was hast du für Drogen konsumiert? Welche Drogen? Das war eigentlich so, in den letzten paar Jahren war es echt nur Haschisch und Marihuana und Kokain. Und jetzt halt so in den letzten dreiviertel Jahren fing es dann halt mit Heroin an. Ja, also für Haschisch kommen ja nicht diese riesen Summen zusammen. Da muss auch schon Heroin, viel Kokain im Spiel gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Kokain war richtig viel im Spiel. Wie denkst du denn über all das, was du gemacht hast? Jetzt auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich finde es scheiße, was ich gemacht habe. Ist es so, dass du sagst, ich bereue das wirklich und es tut mir leid? Das auf jeden Fall, weil ich weiß nicht,
dadurch, was ich meinen Eltern für einen Schaden vielleicht mit angerichtet habe, kann ich vielleicht irgendwo nicht mehr richtig gut machen. Nicht nur den materiellen Schaden, sondern eben auch so den inneren Schaden, ne? Den moralischen Schaden. Deswegen. Wie würdest du denn deinen Zustand beschreiben, was die Drogen anbelangt? Ich sag mal so, wäre das Heroin vielleicht nicht da, dann wäre es okay, weiß ich nicht, aber halt so das letzte Dreivierteljahr durch das Heroin, dann hat es mich irgendwo total zerstört. Und das heißt, du konsumierst es regelmäßig im Moment? Ja, auf jeden Fall. Ich will ja eigentlich jetzt will ich mit einer Therapie anfangen. Mhm. André, da wollte ich jetzt drauf hinaus. Wenn du das wirklich bereust, ne, was du gemacht hast, und wenn du dein eigenes Leben auch noch leben möchtest und nicht wirklich irgendwann in der Gosse liegen willst und du bist auf dem besten Wege dazu. Ich will auf jeden Fall sofort eine Therapie anfangen am besten. Dann musst du jetzt die Notbremse ziehen und selbst was in die Wege leiten. Ja, auf jeden Fall. Und das Erste ist wirklich eine Therapie, einen Entzug zu machen. Mhm. Hast du einen Schulabschluss? Wahrscheinlich auch nicht, ne? So, und das wäre die nächste Hürde, dass du das anstrebst. Mhm. Ich meine, du musst dir bedenken, du hast viel Scheiße schon angerichtet, ne? Oh ja, auf jeden Fall. Aber richtig, hammerhart. Richtig krasse Scheiße. Ja, aber du bist auch erst 18 Jahre alt. Das heißt, du hast noch die super Chance, alles wieder ins Lot zu kriegen. Irgendwo hinzubiegen, ja, das weiß ich, aber... Aber da musst du ein Kerl sein, da musst du wirklich alle Kräfte zusammennehmen, da muss ich mich wirklich richtig zusammenreißen und... So sehe ich's, ja. Möchtest du gerne ein paar Worte noch mit meiner Psychologin reden? Oh, nee, nicht unbedingt. Warum nicht? Das kann nicht schaden. Na okay, gut. Ne, das ist auch zum Beispiel ein Schritt jetzt weiter in die Richtung. Mhm. Die soll dich nicht beschwatzen, sondern die wird dir ein paar Tipps geben, ein paar Anlaufpunkte, ein paar Telefonnummern und so, wo du dich hinwenden kannst. Okay? Okay, alles klar. Dann leg auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Alles. Tschüss. Andrea, 19 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Andrea, wer hasst dich? Ich habe da ein ziemlich großes Problem. Ich werde von meinen ganzen Freundinnen gehasst. Freundinnen oder von allen Freunden? Freundinnen. Ja. Es geht darum, ich gehe öfters mit denen in Diskotheken oder auf Partys. Mhm. Und das Problem ist, dass ich von Typen angequatscht werde, auch von Männern. Und dass die das überhaupt nicht leiden können. Ach so, die sind neidisch dann. Ja, und dann... Das heißt, ich gehe davon aus, dass du ein sehr hübsches Mädel bist. Wie man sieht. Na gut, aber wenn du das da bist, wenn du mit deinen Freundinnen ausgehst, könnte man das ja glauben. Ja, und meine beste Freundin, die hat einen Freund und der hat ihr gesagt, dass er auf mich steht. Und denkt sie, dass ich ihr ausspannen will, weil ich mich mit ihm halt auch gut verstehe. Und jetzt hasst sie mich auch. Und meine besten Freundinnen oder Freundinnen überhaupt wollen nichts mehr mit mir zu tun haben deswegen. Also, dieses Phänomen kenne ich. Ist mir immer wieder so begegnet. Das trifft immer die schönen Frauen. Es trifft immer die schönen Frauen und da sind die anderen, Frauen sind ja oft sehr biestig und da sind die anderen einfach neidisch. Wenn die Männer dich angucken, wenn du hast eine gute Figur, siehst wahrscheinlich wirklich fantastisch aus, vermute ich. Und da gibt es wenige Frauen, die auch dann gönnen können, ne? Und sagen, okay, sie ist halt schön und es sei ihr gegönnt. Jetzt aber mal zu der Sache mit dem Freund von der besten Freundin. Bist du denn interessiert an ihm? Nein. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Definitiv nicht? Nee. Hast du das so klar auch deiner Freundin gesagt? Ja, aber sie glaubt mir nicht. Ich habe ihr schon öfters gesagt, dass ich mich halt nur gut mit ihm verstehe. Mhm. Ja, und dann sieht sie, dass ich mich mit ihm unterhalte und dann denkt sie sofort, ich flirte mit dem und ich will was von dem und also schlimm ist das. Mhm. Wie alt ist deine beste Freundin? 18. 18, mhm. Ich finde es auch enttäuschend, dass in so einer, das ist deine beste Freundin, sagst du, ne? Ja. Dass in der besten Freundschaft das Wort nicht zählt, ne? Dass es nicht ausreicht, wenn du sagst, nein, pass auf, Nicole oder wie immer sie heißen mag, ich will nichts von ihm, dass sie das dann nicht glaubt, ne? Ja. Dass das nicht ausreicht. Spricht nicht auch nicht so viel für die Freundschaft, finde ich, dass sie dann so misstrauisch ist. Ja, auf eine Art sagt sie, ja, du bist ja meine beste Freundin, aber zu mir dann alleine sagt sie, ja, ich versuche dir zu glauben und ist okay. Und ja, und sobald sie mich dann mit ihm sieht, dann erzählt sie das den anderen und
ich wäre total hinterhältig und ich würde von jedem den Freund wegnehmen und das sieht man ja auch schon in Diskotheken, ich quatsch mit jedem Kerl und ich würde ja sowieso jeden nehmen und ja, und jetzt wollen meine Freundinnen langsam nichts mehr mit mir zu tun haben, die wollen nicht mehr mit mir weggehen und ich glaube, du musst dir ganz einfach andere Freundinnen suchen, Andrea. Tja, ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll, ja, also aber das, ich kann ja nichts dafür. Nee, du kannst nichts dafür und du kannst im Prinzip auch gar nichts großartig machen, weil du bist ja, verursachst ja nichts bewusst oder durch dein Verhalten. Sondern da musst du irgendwie durch und musst hoffen, dass du auf Frauen auch triffst, die korrekt mit dir umgehen. Ja. Und ich würde mich also gar nicht großartig verstellen mit dem Freund. Warum solltest du nicht mit dem auch mal reden? Das ist doch völlig albern alles. Ja, und mein Problem ist, wenn man mit mir reden will, jetzt auch Männer, ich sage nicht zu jedem, geh weg. Klar. Ich rede mit jedem ganz normal. Andrea, wir müssen Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Alles Gute. Tschüss, in der Technik, Michael Jansen. Bis morgen. Tschüss.